saufen, liegen hier lang, pinkeln alles voll, beschmieren alles, werfen Flaschen an die Häuser. Dann passieren solche Sachen, dass Zäune eingetreten werden. Den Krach, den können Sie sich gar nicht vorstellen. Was das für ein Krach ist hier. Die Insel der Stadt Werder. Mitten in der Havel. 800 Menschen leben darauf. Viele haben einmal im Jahr Angst. 10 Tage im Jahr ist hier Chaos. Absolutes Chaos. Baumblütenfest heißt die Party. Eine Erfindung der örtlichen Obstbauern, um ihren süßen Wein loszuwerden. Baumblütenfest klingt romantisch, ist aber inzwischen sehr umstritten. Dieses Fest zieht so viele Jugendliche an hier, die sich in meinen Augen sinnlos betrinken. Die kommen hierher, um einfach nur Spaß zu haben, sagen die ja, Spaß. Und der Spaß geht dann langsam über in Randale. Archivbilder. Im vorigen Jahr zog die Polizei Bilanz. Wir waren 10 Tage lang pausenlos im Einsatz mit 200 Mann plus Bundespolizei. Der Bürgermeister von Werder ist dabei ziemlich gelassen. Dass da nur jeder besoffen ist. Das ist ja nur auch wieder eine Übertreibung. Das hätte in den Arm schon, wenn Schluss ist, dass auch etliche blau sind. Gut, das liegt am Obstwein und an anderen Sachen. Klar, das liegt am Obstwein und an fehlenden Toiletten. Die sind immer hier reingegangen, da haben wir zugeschlossen. Oder steigen sie drüber. Sind sie drüber weggegangen und hier ran, rein, ja. Und wer den Insulanern ans Haus pinkelt, wird bestraft, oder? Wenn wir den erwischen, dann wird das auch gemacht. Und, wie viel haben Sie erwischt in den letzten Jahren? In der Öffentlichkeit, nach den Zahlen, die mir vorliegen, 25. 25 Leute erwischt? Naja. Das ist Toilette Nummer 1 von Werder mit. Hier wird am normalen Tag, am Wochenende, 200 bis 300 Mann haben sich hier entleert, hier drin. So, wenn man hier drin sitzt, im Garten, hier oben an Stühlen, dann heißt es noch, Alter, was guckst du denn hier zu, wenn ich hier pinkle? Gibt's Hilfe von der Stadt? Nee. Wurscht. Verständnis? Auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Stadt das relativ egal ist. An den Bürgermeister sind Sie nie rangekommen? Nee, ich nie. Ich habe weder eine Antwort bekommen, gar nicht, gar keine Resonanz, gar nichts. Seit 129 Jahren gibt es jetzt in Werder das Baumblütenfest. Mit der deutschen Einheit wurde daraus ein Riesenrummel. Und auf die Kritiker reagiert der Bürgermeister ziemlich eingeschnappt. Gut, dann muss man eben sagen, wir hören mit der 130. Baumblüte auf. Schluss aus. Dabei möchten die Leute von der Insel nur, dass das Fest ein bisschen wieder so wird, wie es früher mal war. Und zwar alle, ausnahmslos alle, die wir treffen. Wir sind ja nicht gegen ein Baumblütenfest. Im Gegenteil, wir finden es ja schön. Aber nicht so, wie zurzeit ist. Gegenwärtig zählen die Insulaner schon mal rückwärts. 13 Tage noch bis zum nächsten Ausnahmezustand.